Herzlich willkommen zu Second Play, eklige Kreaturen und mutierte Menschen. Ja, es geht um Resident Evil 5, der Horror-Survival-Shooter in der Third-Person-Sicht, treibt seit September 2009 auch auf den PCs in Deutschland sein Unwesen. Wir stellen euch das Spiel mal ein bisschen vor, bringen euch ein bisschen Einblick und hoffen, euch gefällt's. Am Beginn des Spiels müsst ihr euch erstmal für einen Charakter entscheiden, entweder den altbekannten Chris Redfield oder ein neuer Charakter, die Shiva Alamor. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich glaube nämlich nicht. Dann noch ein paar Grundeinstellungen und dann kann es auch schon losgehen. Welcome to Africa. My name is Shiva Alamor. Chris Redfield. Ihr werdet in das kleine Dorf Kyuyu in Afrika von eurer Organisation geschickt, der BSSA, eine Organisation für die Sicherheit gegen Biowaffen, die nach dem Vorfall von Raccoon City gegründet worden ist. Nach Informationen von eurer Organisation ist ein Waffenhändler namens Ricardo Irwin in diesem kleinen Örtchen, der mit bioorganischen Waffen handelt. Eure Aufgabe ist es, den dann zu fassen und kommt auch mit dieser Absicht dann in dieses Dörfchen, merkt aber dann schon ziemlich schnell, dass irgendwas nicht stimmt. Früher oder später muss ja soweit kommen, ihr findet euren ersten Gegner und seht sogar noch, wie er infiziert wird und wie er sich verwandelt. Anders wie in den Vorgängern von Resident Evil sehen die Zombies jetzt wesentlich anders aus, sie sehen noch ein bisschen menschlicher aus. So einfach wie hier ist es natürlich nicht. Ihr habt am Anfang kein Gewehr, sondern nur eine einfache Pistole. Der Punkt Survival muss man aber echt sagen, ihr habt nämlich keine Möglichkeit, euch Munition zu kaufen. Nein, ihr müsst euch alles zusammensuchen. Müsst euch also immer in den Räumen umgucken, manche Sachen aufschlagen und eure Munition dann einfach zusammensammeln. Ihr habt natürlich dann auch nur ganz zufällig das Glück, in diese nette Gemeinde reinzuplatzen, die euch dann auch noch entdecken und euch an den Kragen wollen. Wie schon gesagt, Munition ist in dem Spiel etwas, das ihr nicht zu viel findet. Deswegen sinnvoll mit euren Sachen umgehen, nicht in der Gegend blöd rumballern und grundsätzlich immer auf den Kopf zielen. Ansonsten habt ihr noch eine andere Möglichkeit und zwar, ihr könnt eure Gegner anschießen und dann mit der Aktionstaste dem eine runterhauen, dem sonst irgendwas oder Moves mit eurem Partner zusammen machen, um den dann Körperschaden zuzuführen, der auch einigen Schaden verursacht und einiges an Munition spart. Ihr müsst euch aber nicht die ganze Zeit durch Städte kämpfen, durch Tunnel oder sonst irgendwas. Es gibt auch immer wieder nette Abwechslungen, wie hier zum Beispiel. Ihr seid auf diesem Pickup und habt zwei MGs und müsst versuchen, eure Verfolger abzuschütteln, die euch dann mit Molotovs oder sonst was angreifen. Ab und zu müsst ihr dann Aktionstasten drücken, damit es euch wie hier zum Beispiel nicht aus diesem Pickup raushaut. Anderes Beispiel, ihr müsst zum Beispiel hier mit diesen Tastenkombinationen hier im Krokodil ausweichen. Diese Tastenkombination war auch der häufigste Punkt, wo ich dran gestorben bin. Aber aufgepasst, selbst in den Filmfrequenzen werdet ihr teilweise nicht von den Tasten verschont und müsst dann wie blöd auf eure Tastatur einhacken und wenn es wie hier läuft, ihr passt nicht auf und dann müsst ihr den ganzen Scheiß nämlich nochmal machen. Das Böse daran ist, teilweise die Tastenkombinationen ändern sich auch noch. Das heißt, ihr könnt nicht irgendwie eine Reihenfolge euch einprägen, was ihr machen müsst. Nein, ihr müsst wirklich aufpassen und müsst schnell reagieren, was die Filmfrequenzen, da ihr eingreifen könnt, echt actionreicher machen. Ich habe selten im Spiel so schöne Umgebungen wie in Resident Evil 5 gesehen, wie hier zum Beispiel eine unterirdische Ruinenstadt, die nicht nur in den Videofrequenzen echt schön aussieht, sondern auch wenn ihr wieder drin seid und in ihr spielt. Aber auch immer wieder die kleinen Filmfrequenzen, die in Resident Evil 5 zu 100-fach eingebaut worden sind, machen das Spiel echt actionreich und lassen das ganze Spiel ein bisschen wie ein Film dastehen, in dem ihr eingreifen könnt. Aber nicht nur die Action findet in Resident Evil seinen Platz, sondern auch die Geschicklichkeit und das logische Denken.
Hier zum Beispiel müsst ihr euch taktisch durch die Gänge bewegen, damit der Sonnenlaserstrahl euch nicht trifft und ihr gesunden Fußes auf die andere Seite kommt. Hier zum Beispiel müsst ihr mit dieser Kurbel eine Türe aufdrehen, die dann auch ziemlich schnell wieder zugeht, und ihr müsst versuchen, euch ziemlich schnell durch diese rollenden Feuerbälle durchzuschmuggeln und an die Tür zu kommen. Müsst aber dann auf alle Bälle hinter euch, vor euch und überall achten, ist immer wieder eine nette Abwechslung. Es sind aber auch teilweise kleine Minispiele drin versteckt, bei denen ihr euch dann überlegen müsst, wie kommt ihr zum Ziel. Hier zum Beispiel ein Raum voller Spiegel, die ihr dann so drehen müsst, dass der Laserstrahl am bestimmten Ziel rauskommt, damit sich wieder eine Tür öffnet. Und es sieht dann ungefähr so aus. Aber was wäre ein Spiel ohne epische Bossfights? In Resident Evil gibt's knapp ein Dutzend kleinere und größere Bosse, die ihr besiegen müsst, damit ihr weiterkommt. Die Kämpfe können ganz unterschiedlich aussehen. Teilweise müsst ihr mit euren normalen Waffen gegen die Monster kämpfen, sie austricksen und ihre Schwachstellen finden, damit ihr sie überhaupt besiegen könnt. Andere Bossfights sind dann eher doch simpler gestrickt. Ihr müsst einfach wie blöd draufschießen, kriegt dann aber auch immer ziemlich schnell mit, was eure Aufgabe ist, wo seine Schwachstelle ist. Die Bossfights fand ich teilweise ein bisschen zu einfach, andere sind echt anspruchsvoll. Jedoch muss ich sagen, die Filmfrequenzen, die in die Bossfights teilweise eingebaut worden sind, sind richtig gut gemacht. Eine gute Story sollte natürlich auch nicht fehlen. Im Punkt Story will ich euch jedoch nicht so viel erzählen. Wenn ihr es gespielt habt, wisst ihr warum. Nur noch so viel vorab, eure Zukunft wird euch einholen. Zu der Bewertung zu Resident Evil 5. Grafisch, wie gesagt, es lässt sich wie ein Film spielen, nicht zuletzt wegen der Animationstechnik, da jede Figur seinen eigenen reellen Schauspieler hatte, der seine Figur Gesicht, Mimik und Geste gegeben hat, was auch sehr positiv auffällt, da die Figuren einfach lebensechter wirken. Grundsätzlich Figuren top, Umgebung top, nur mir hat irgendwo das gewisse Etwas gefehlt. Atmosphäre für Fans von Horror-Survival-Shootern ist Resident Evil 5 ein Muss. Ihr kommt im Spiel von Anfang bis Ende keine Sekunde Ruhe. Action ist absolut keine Mangelware. Jedoch härtet euch die viele Action auch ziemlich schnell ab, sodass ihr im späteren Verlauf vom Spiel euch eigentlich fast gar nicht mehr erschreckt und ihr alles so hinnehmt, wie es kommt. Deswegen nur 7 von 10 Punkten. Die Steuerung, ganz klar das Manko in Resident Evil 5. Man merkt einfach, dass es von der Konsole kommt. Euer Menü und das Inventar finden wir für einen PC nicht so gut geeignet. 2 Punkte, die aber wesentlich nerviger sind, und zwar das Schießen und das Nachladen. Beides könnt ihr nämlich nur machen, wenn ihr stehen bleibt. Für diejenigen, die noch nie ein Game in Third Person sich gespielt haben oder die es nicht mögen, ist Resident Evil echt eine gute Entscheidung. Ich bin auch kein Fan davon, hat mir aber hier echt gut gefallen, auch wenn ich anfangs das Bedürfnis hatte, meinem Charakter immer in den Rücken reinzuschießen. Punkten tut Resident Evil beim Kriterium Sound mit Hollywood-reifen Soundtracks, die auch speziell hierfür vom Fox Studio Orchester aufgenommen wurden, die eigentlich hauptsächlich für Kinofilme arbeiten. Es ist einfach episch, was ihr auf die Ohren bekommt. Bei Preis-Leistung kann man nur sagen, mittlerweile für ca. 20 Euro bekommt ihr das Spiel für den PC, wo ihr alleine mit dem PC oder zu zweit im Koop-Modus die Story komplett durchspielen könnt. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ich habe euch weitergeholfen und bis zum nächsten Mal.